Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute rede ich mal über den bald erscheinenden Content, der für Modern Warfare 3 Donut Bar sein wird. Und zwar am 24. Februar. Die erste Map, die angekündigt wurde, heißt Piazza. Die soll an der Küste Italiens spielen und eine relativ kleine, chaotische Map sein. Gut für Leute geeignet, die auf kurze Gun, also kurze Range stehen. Viel Gunfights, es soll chaotisch sein, aber trotzdem abwechslungsreich. Und ja, soll eine sehr schöne Gestaltung haben. Die zweite Map heißt Liberation und spielt in Manhattan. Hier seht ihr, man spielt in Manhattan und hat hier auch gleich die Skyline. Das soll, wenn ich das so, oder so habe ich das aus dem Video rausinterpretiert, so eine Art Wasteland sein. Es soll viele Sniper-Spots geben, man sollte außenrum rennen, man sollte nicht unbedingt reinrennen, denn dann wird man von der Seite gekillt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es so eine Art Wasteland. Dann haben sie noch darüber geredet, dass sie aber nicht nur in der Lage sind, Karten zu machen, sondern auch andere Spielmodi. Wie ihr hier an diesem Screenshot seht, guckt mal hier oben links neben der Map, da steht Next Juggernaut in 034 oder hier 132. Also es wird wohl einen Spielmodus geben, wo immer wieder neue Juggernauts kommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Peace, bis zum nächsten Mal.